Hi, good afternoon, everyone. My name's Will, and this is Leon. We're going to tell you a bit about the network we've built for you guys. The first thing I need to say, actually, is that we are not responsible for running events.ccc.de. So networking does involve a lot of terminology and acronyms and strange words and stuff like that. So we developed a new item of terminology, the concept of the sauna. And this is various rooms that are all around this building, and we put network equipment in them. Okay, microphone. Microphone, hello. Some comms rooms. You can see, there's quite some heat generated in there. It was a bit of a problem. We're basically running on the limits there because those rooms aren't designed okay. to host. Wir sind jetzt am Rand unserer Auslastung. Die Räume sind nicht so groß für eine Veranstaltung dieser Größe. And the building just wasn't designed for that. Das Gebäude ist einfach nicht dafür gedacht. Also es ist relativ warm in diesen Räumen. Here's a graph of some of the temperatures. We collect lots and lots of data, numbers and things. Viele Daten. Produces in graphite, und das ist ein Graph, den wir gemacht haben. Und dann haben wir einfach kurz rumschauen, wo die größten Temperaturen sind. Und die gehen bis über 50 Grad. Also Celsius, nicht Fahrenheit. Zu einem Zeitpunkt mussten wir unsere Server in einen anderen Raum bewegen, der eine Luft-Air-Condition hatte, weil wir, nachdem wir die Tür geschlossen haben, ging das über 55 Grad, das wäre nicht gut für die Hardware, aber die Ausrüstung hat die Temperaturen sehr gut überstanden. Wir hatten keine 100 GB dieses Jahr. Letztes Jahr schon, aber letztes Jahr haben es einfach nicht genug Leute benutzt. Also haben wir das weggelassen. Und jetzt hatten wir 10 GE. Und war sehr einfach für uns, mehrere 10 GE Fiber über das Kabel, das wir haben, zu benutzen. Unused uplink bandwidth is too damn high. Wir haben viel zu viel uplink bandwidth nicht gebraucht. Wir haben bis zu 16,4 GB gebraucht. Das ist ein Rückgang in den letzten Jahren. Insbesondere das, was reingegangen ist mit IPv6, ist zurückgegangen. Aber nur 4% der ausgehenden Verkehrs war IPv6. So, das Setup, das wir dieses Jahr benutzen, ist ziemlich dasselbe wie in den letzten Jahren. Also es ist gut ausprobiert. Das Hauptnetzwerk arbeitet auf dem Hardware von Juniper, die wir ausgeliehen bekommen, größtenteils MX240 oder MX80 Router, und für die Distributionsnetzwerk sind wir auf eine X-Serie switchen. Und wir arbeiten auf MPLS und VPLS als Core-Netzwerk, und wir haben dann entferntes Routing, aber haben immer noch ein paar Netzwerke in einem zentralen Platz wie der DHCP. Das ist im Endeffekt genau dasselbe Netzwerk wie im letzten Jahr, also war keine so große Veränderung. Wir hatten die Konfiguration vorbereitet, wir konnten das meiste vom letzten Jahr klauen. Die Daten, die gesammelt werden in den Logs, löschen wir, aber wir haben ein paar Informationen, behalten wir natürlich. Entschuldigung für dieses Diagramm, das Netzwerk ist eher groß. Und es ist das Diagramm auch komplizierter geworden. Aber ja, wir haben verschiedene MX und EX im Gebäude und benutzen die Fiber des Gebäudes, die Faser, egal was der Kabel. Auf der rechten Seite sind unsere Upstream-Provider. Das sind unterschiedliche Internet-Service-Providers, die das Sponsor eines einzelnen 10 Gs oder 20 G-Links zugesteuert haben, und zusammen das ist eine Uplink-Capacity von 50 Gigabits, also GBE. Und auf der rechten Seite ist auch unser Router im Datencenter, wo das Fiber vom Gebäude hinzuläuft. Und der Rest der Karte sind die Patch-Räume in diesem Gebäude mit verschiedenen Routern und Switchen. So, we have a colo, saves every year. We have a colo, wir haben Colo jedes Jahr. Das ist ein
80 bis 100 Maschinen in diesem Ort, da kann man eigene Maschinen hosten. Die haben 15 Kilowatt Power benutzt, was auch sehr viel Hitze produziert. Und wir hatten dieses Ticket vom Knock Helpdesk, wo anscheinend einer überlegt hat, im Kolo zu schlafen. And then left his sleeping equipment there. Und er hat einfach seinen Schlafsack und so da gelassen, sein Schlafequipment. Also haben wir ein Ticket bekommen und das musste entfernt werden. Es tut mir leid, wenn ihr im Publikum sitzt und dein Zeug suchst, wir mussten das halt entfernen. We had a much better layout this time. Wir hatten auch ein besseres Layout im Kolo. Wir hatten keinen Kabelsalat. Wir wollten die Dinge dieses Jahr besser machen. Wir waren auf dem Balkon von Saal 3. Man kann das sehen, dass da hinten der Saal ist. Hier ist noch ein Bild, ein bisschen dunkler. Jetzt leben die Dunkelheit. Big pile of machines. Viele Computer. So, we had some interesting topical kind of discussions on Twitter. Wir hatten eine sehr interessante Diskussion auf Twitter. Über NotGroundIn Kongress. Vor ein paar Jahren hat noch jemand gesagt, der Kongress hat mehr IPs verfügbar als ganz Afrika. Better network than North Korea. Und dieses Jahr hat jemand gesagt, der Kongress hat besseres Internet als Nordkorea. Die meisten Leute im NOC sind professionelle Internetingenieure und finden das sehr lustig. Und es ist auch ein bisschen traurig, dass wir ein Netzwerk aufbauen können, was besser ist als ein ganzes Land. Wir werden weiter gute Netzwerke haben und wir hoffen, dass andere Länder da auch hinterherkommen. Und Afrika schlagen wir nicht mehr, die sind ganz gut hinten dran. Haben uns eingeholt. This was actually we did some sort of fun analysis of where we're. Wir haben zum Spaß mal so eine Analyse gemacht. Und wir haben mal geschaut, den Traffic zwischen Nordkorea und dem Kongress. Durchschnittlich null, also kaum bis gar kein Traffic. Packets were going, you know, the whole width of the United States and across the Pacific to get to North Korea, but normal muss das Ganze auch einen relativ langen Weg gehen über New York bis nach Nordkorea. Das kabellose Netzwerk dieses Jahr wurde auf Aruba Netzwerk aufgebaut. Diese zwei Aruba-Controller hatten 10G-Uplink. Wir haben das LED-Setup verbessert und aufgestockt. Wir hatten letztes Jahr nur 72 und dieses Jahr haben wir 125. 115 kümmern sich um die Clients, 10 sind nur zum Überwachen da, also zum Überwachen der Kapazität. Die überprüfen halt das Spektrum, um zu schauen, wo genau die Wireless Access Points dann funken. Also we had way more users than last year. Wir hatten dieses Jahr viel, viel mehr Benutzer. Letztes Jahr hatten wir 5.000 am höchsten Punkt und dieses Jahr hatten wir 7.800 Benutzer. And that means an average of 68 also knapp 68 clients pro access point, was sehr, sehr hoch ist. An interesting thing is that not everyone is here or has devices connected. Sehr interessant ist auch, dass nicht jeder hier ist oder auch Geräte verbunden hat. That's about a couple, two devices per attendee, I guess. Das ist lustig, interessant. Wir haben 20.000 verschiedene Geräte gefunden. Das heißt, jeder hat mindestens zwei dabei. Und bis zu 3 Gigabit haben wir über das Netzwerk gezogen. Hier sind so ein paar Graphen dazu.
I don't have a we collect numbers but not your data. Wir sammeln Nummern, aber nicht eure Daten, also ihr müsst nicht nervös sein. If you look at this large purple graph wenn here, euch die actually, lila Kurven zeigt, das ist die Nummer der Benutzer. Obviously the talk finished here and they went everyone goes out into this cyan sort of area, which is actually the foyer behind Sal 1. So everyone just walks out and their devices stay connected to the network. Also man sieht, sie kommen in Sal 1 und alle gehen ins Foyer und dann sieht man, wie sie wieder ins... Dann sieht man, wir sind wieder in Sal 2 gegangen und so wussten wir dann immer, wo die interessanten Talks sind und sind dann da auch hingegangen. This is a picture from das ist ein sehr großer Unterschied zu der FNORD News Show. Auf der rechten Seite, das ist, wenn die FNORD News Show zu Ende war und alle sind nach Hause gegangen. Some of them went to the bar first, I think. Ein paar sind erst zur Bar gegangen, aber im Endeffekt sind alle weggegangen. Okay, Kryptographie. Wenn ihr nicht die Kryptographie benutzt, die wir haben, dann werden Leute zuhören. Wir haben WPA2 Enterprise Clients und 80% können die benutzen. Da kann man einen beliebigen Benutzernamen und Passwort benutzen. Wir haben aus Gründen, dass wir auf Raspberry Pis und so. Wenn ihr das unentschlüsselte WLAN benutzt, dann wird eure Daten aufgefangen und sortiert und verkauft und aufgenommen. Und diese auf unserem Controller, der irgendwo sicher ist, der den Angriffssurface reduziert. Das Kabelnetzwerk, auf dem die Access Points verbunden sind, wird irgendwie ein bisschen verschlüsselt. Aber bitte in Zukunft das Verschlüsselte WLAN benutzen. Und wir haben noch ein paar mehr. Das ist der wirkliche Verkehr, Megabits pro Sekunde, glaube ich. Wir können sehen, wenn die Zeiten, wenn Hacker schlafen. Es ist nicht in diesem Graph, aber die kleinste Nummer von Benutzer waren ist irgendwo zwischen 7 und 8 AM. Das ist, wo ganz der Tiefe der Kurve ist. Was Sie sehen können, ist, wir haben viel Traffic. Das ist nur Saal 1 und 2, die Hauptvorlesungsräume. Und es sind ungefähr 1,2 Gigabits Traffic in den Hochzeiten. Das Sache ist, was passiert, wenn Sie so viel Verkehr haben auf dem WLAN? Wir haben auch einen sehr schönen Graph davon. Das ist pretty clear, isn't it? Sehr klar, oder? So this is the Spektrum, das wie das benutzt Gigahertz-Bereich kaufen. Also kaufen Sie Gegenstände, die 2,5 Gigahertz brauchen. 65% 5 Gigahertz Clients. Ja, das ist schön. So, ein paar Probleme mit dem Netzwerk. Ja, es ist natürlich nie perfekt. Wir haben eins der Chassis, das nicht explodiert, aber es wurde sehr warm drin und es ist auseinandergefallen. Und wir mussten zu irgendeinem Punkt, also diese Chassis sind einzelne Switches, mehrere einzelne Switches, die wir zusammengestellt haben und das ist ein virtueller Switch und das ist nur eine IP-Adresse und wir konfigurieren das über SSH und das ist ein Manager-Switch. Und an einer Stelle ist quasi auseinandergefallen. Ein dieser Switches ist neu gestartet und wir wissen nicht wirklich, was da passiert. Das könnte ein Problem eines Stacking-Cables sein, mit dem wir die miteinander verbunden haben. Wir haben es nicht wirklich angeschaut. Vielleicht nach dem Event schauen wir uns mal an, was ist passiert, ist, aber wahrscheinlich werden wir es uns nicht anschauen. Wir hatten einen Talk über den Router, der im Data Center ist, an der Seite der Stadt. Wir haben überprüft, wie viel, was fließt. Wir wollten schauen, welche Daten, wohin das Daten im Internet gehen. Das Kongressnetzwerk ist ein Teil des Internets und wir sind unser eigenes System und wir würden gerne sehen, wohin der Verkehr geht und wo das Problem ist. Eine Linecard hat aufgehängt beim Router im Datencenter und wir haben das
die meiste Zeit des Kongresszentrum-Netzwerks gebaut und wir waren schon müde und haben aufgepasst. Aber wir hatten immer noch einen Fahrer für 2 am, weil wir größtenteils besoffen waren, der dahin gefahren ist zum Datencenter und hat den Schalter. Vielen Dank zu den Typen im Datencenter, die wach geblieben sind bis 4 Uhr am Morgen, um den Zugriff zu geben, dass wir den Router neu starten konnten. We had a few Wi-Fi problems. Wir hatten ein paar WLAN-Probleme. Eins der Probleme ist, dass dieses Regeln, die sagen, die Access Points müssen detektieren, wenn 5 GHz Radar, zum Beispiel Wetterradar, und was passiert ist, die Access Points hören zu und wenn sie irgendwas hören, was sie nicht verstehen, dann schalten sie sich aus und sagen, hey, da ist irgendwas, ein Radar hier und müssen wir einfach aufhören zu übermitteln. Und was wir gefunden haben, ist, dass sie sehr sensitiv ist und wir hatten die ein bisschen verändern. Und das war ein gewisses Problem. Wir wollten mehr über dem Netzwerk rauskriegen, aber aufgrund dieses Erkenntnisses konnten wir das nicht. Und das waren einfach nur aus elektronischen Geräten und Zeug, das beim Kongress gelaufen ist. So, we'll be working so with the da werden wir mit dem Verkäufer darüber arbeiten, dass wir das verbessern und dass wir mehr benutzbar machen. So, besonderen Dank. Wir müssen wieder Leuten danken, ein paar Firmen bedanken, die Geräte und Support dabei herbeigegeben haben, dass wir dieses Netzwerk zum Laufen kriegen. Wir können diese Menge einfach nicht kaufen. Wir können aber nicht sagen, hey, bitte gebt uns Geld dafür. Wir brauchen wirklich, dass Leute uns die Sachen zur Verfügung stellen. Insbesondere Juniper, der, glaube ich, 1,2 Tonnen Equipment uns zur Verfügung gestellt haben. I think it was it 3 million euros of equipment insurance value? Yeah, about 3 million euros of insurance. Das sind 3 Millionen von insurance value. Also für was auch noch sehr wichtig war, waren die im NOC helped us, die viel Arbeit von uns einfach abgehalten haben. We had a very great support from Aruba. Sehr guten Support von we've already talked about Juniper. There's a company, a German company called Flex Optics. Von Huber, und die haben eine Firma, die Flex Optics haben. Die haben optische Verbindungen zu uns gegeben. Hundreds and hundreds of these, like it's a very wir hatten huge box. Hunderte von diesen großen Maschinen. Sie waren, haben netterweise uns das zur Verfügung gestellt. We get a donated bandwidth from Atrato, Kaya and KPN. So thanks for that. Aber auch andere Sachen von Leuten von All kinds of other bits and pieces, und auch andere Teile, Stücke von verschiedenen Leuten und Kisten. So. Vielen Dank für alle. Und now wash your hands. Noch etwas anderes. Does anyone have any questions? Gibt es noch irgendwelche Fragen? Yes. Haben wir Zeit für Fragen? Dieser Vortrag wird ein bisschen anders sein wie anderen. Wir werden nach jeder Sektion Fragen machen. Und also, wenn Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie es bitte schnell zu den Mikrofonen. Seien Sie schnell und kurz, dass wir so viel wie möglich machen können. Also wenn irgendjemand eine Frage hat, bitte hingehen. Und an mit einem aus dem Internet. Wirklich, das ist eine Frage, die ich hätte, was die aktuelle Marktpreise für 1 GB von Kongressdaten wäre. Wir haben noch keine Angebote bekommen, also ich habe keine Ahnung. Alright, then I think we'll start with microphone 2. Okay, Mikrofon 2, bitte. Okay, hallo, ich wollte nur fragen, ob Sie irgendwelche Nummern für Net64 Benutzern haben. Ja, haben wir. Ich habe sie jetzt nicht im Kopf. Wenn du nachher vorbeikommst, kann ich dir die gern geben. Wir hatten Leute, die haben sich über Twitter wir haben ein paar Kontakte mit Twitter und ein bisschen Feedback. Komm einfach vorbei, dann reden wir drüber. Okay, Mikrofon 3, nur dass Sie sicher schaffen können.
Ich bin eine der Infodesk-Koordinatoren und wir haben dieses, die Frage von diesem, der da einen Raum geschaffen hat und er hat für 4 Tage danach gesucht. War eine Frage aus dem Internet? Ja. Da ist eine Frage darüber, ob sie irgendwelche Fallback hatten über die Internetverbindungsseite von dem. Ja, ein Fallback für eine Sicherheitsinstanz. Ich glaube, es geht nur um einen extra Anschluss. Ja, wir müssen die Fiber kaufen. Ah, wir müssen die für einen Monat mieten. Das heißt, wir haben einfach nicht das Geld, also um da Tausende zu mieten oder mehrere. Wir wollen wahrscheinlich mehr Equipment nächstes Mal benutzen. Wahrscheinlich physikalisch Fiber werden. Physikalische Fiber hatten wir nicht. Hattet ihr dieses Jahr irgendwelchen Missbrauch? Wir hatten dieses Jahr sehr wenig Missbrauch in 3 Fällen. Ja, der Rest wurde automatisch gemacht. Leute wurden Port-Scanning. Es ist sehr nervig übrigens. Figure out how to do this with MySQL. It's a nightmare. Wir haben irgendwie Tickets bekommen mit MySQL. Das war ein Albtraum. Mikrofon 3, bitte. Ja, über Abuse. Haben Sie irgendwelche Sachen automatisch entfernt, wie zum Beispiel Fail to Ban? Wir kriegen viele E-Mails, wir kriegen die alle. Wir schmeißen sie nicht automatisch raus. There's little we can do. Das ist sehr wenig, was wir mit den Fail-to-Ban-E-Mails machen können. Sends us an abuse complaint, we can guarantee they will never receive another packet from Congress ever again. Also wenn irgendjemand sich beschwert, können wir dafür sorgen, dass sie nie wieder ein Paket vom Kongress bekommen. Well, we'll just put an access list on, and you'll never see us, you'll never hear from us again. Ja, und meist tun wir Leute dann auf eine Access-Liste und das macht die meisten dann sehr glücklich. Und noch eine zweite Frage. Sie haben Dateien, Sie haben geschaut, wie viel Prozent des Verkehrs durch Tor geht? Nein, wir haben überhaupt nicht an Protokolldaten genommen oder so. Nee, wir sammeln solche Informationen gar nicht, keine IPs, haben wir gar keine Chance. Wir schmeißen Daten weg, sobald wir können. Wir haben kein Interesse an dem Paket selbst, außer Flussdaten. On whole autonomous system basis, so it's the whole okay. Big ISPs. So also es ist irgendwie IP-Adressen, Ranges, Abschnitte, anstatt einzelne Dinge, also ob es zu welchem Provider es geht und nicht umgekehrt. Noch eine letzte Frage von Mikrofon 2, bitte. Are there any signs of spy agencies monitoring the network? Gibt es irgendwelche anderen, die das Netzwerk monitoren können? Nee, es gibt keine Indizien, dass Spionage irgendwie Spionageabteilung klappern. Also wir haben natürlich nichts gemerkt, aber natürlich haben wir auch nicht aktiv danach gesucht. Also die Leute sind normal gut, von daher vielleicht sind sie zu gut, dass wir sie detektieren können. Wir haben einen Haufen Upstreams und da kann immer was passieren. Es ist natürlich außerhalb des Gebäudes, außerhalb unserem Einflussbereich, also von da. Also einfach alles verschlüsseln, zweimal. Okay, dann thanks again to the Nochmal vielen Dank. Okay, so we don't have any more questions. If you're done. Wir haben keine weiteren Fragen. Wer ist als nächstes dran? Fengel, I think you're next. All right, so you're going to talk about CERT, right? Ja, wir werden jetzt über CERT reden, das Notfallteam. We need a different screen. Okay. Yeah, yeah. Wir brauchen einen anderen Bildschirm, wir müssen bitte den Bildschirm wechseln. Yeah.
It's good that we have the VOC guys all here. It's good that all the VOC Leute here sind. Yes. Yeah. Yeah, so I want to talk to you about the power network we have. Ich möchte mit Ihnen über das Netzwerk reden. So the building itself has not so much power. Das Gebäude selbst hat leider nicht genug Steckdosen wie Leute, die wir brauchen. Und das ist eine Liste von Steckdosen, die wir zur Verfügung gestellt haben. In Halle 3 haben wir den meisten Strom zur Verfügung gestellt. Auch in Halle H gab es sehr viele Steckdosen. Für das Colo hatten wir auch sehr viele. Hier sind die Kabel, die wir benutzt haben, und das andere Material, irgendwie Verteilungsboxen und so. Viele Verteilungsboxen. Also mit verschiedenen Amperezahlen: 16, 32, 63, 125 Ampere. Das nächste Mal brauchen wir das. Der wurde in Halle 3 eingesetzt. Das Assembly-Team hat leider alle Leute zusammengesetzt, die großen Stromverbrauch haben, wie 3D-Drucker und so weiter. Das heißt, da haben wir einen großen Verteiler gebraucht. Insgesamt haben wir 9850 Meter Kabel installiert und 653 Verteiler. Das inklusive also all der Steckdosenleisten. Also insgesamt 3200 normale Power Sockets. Das heißt, es waren wahrscheinlich mehr, weil jeder Assembly noch eigene Steckdosen mitgebracht hat und Verteiler. Ja, das ist das erste Mal, haben wir unseren Stromverbrauch gemessen. In Halle 3 haben wir 1067 Kilowattstunden verbraucht. Und im Colo 931 Kilowattstunden. Wir haben 53.093 Kilowattstunden in 4 Tagen verbraucht. But we have to say, last year it was, letztes Jahr war es doppelt so viel. I think a green congress. Also es ist schon fast ein grüner Kongress. Yeah, and I think it was from my side. I don't das have war's. Much to tell you because I don't have any data from mehr Daten haben wir nicht. Like wir haben keine Controller oder so, das heißt, das war's. So again, I don't know, would you mind answering questions if there würden Sie Fragen beantworten, wenn irgendwelche Fragen kommen? Gibt es irgendwelche Fragen bei Power? Do we have any electrocutions? Gibt es irgendwelche Unfälle, wenn jemand an Strom gestorben ist? Könnte passieren. Ansonsten kann man überall rumliegen. So then please give it up for, the okay, dann geht es weiter für den. Drücke diesen Knopf. So, hi, I'm Sebastian. Ich bin Sebastian. Ich rede über die Seidenstraße. Dieses Jahr war deutlich kleiner als letztes Jahr. Wir haben nur 600 Meter Rohr benutzt. Das sind 100 Meter weniger als letztes Jahr. Dieses Jahr hatten wir 700 Meter. Dies waren 3 Tage Arbeit, alles aufzubauen. Wir hatten 4 bis 7 Hacker, die daran gearbeitet haben, also fast die ganze Zeit. Und dieselben Leute, die die Seidenstraßen-Assembly betrieben haben dieses Jahr. Und ich möchte gerne eine Runde Applaus für sie fragen, weil ich nicht einer von denen war. Und ich konnte leider nicht hierher kommen bis zum 26. Und als ich hier ankam, war alles schon vorbereitet. Also es war sehr impressiv. Sehr interessant. Okay, wir haben ein paar neue Trends in Bauen von Kapseln. Wir hatten deutlich mehr LEDs. Mussten sie alle ohne LEDs fotografieren, weil sie zu hell waren. Der Raum war dunkel. Die Kapseln waren auch schwerer. Ich glaube, keiner kümmert mehr über die standardisierte Gewichtlimit. Also, wegen den großen LEDs braucht man sehr viel Strom.
Batterien. Ich habe einige gesehen, die 3D gedruckt waren, aber die meisten davon hatten 3D gedruckten Teile irgendwo benutzt oder Teile von rechten 3D pneumatischen Capsules, die man kaufen kann. Aber die waren halb gesägt und in unserem System umgebaut worden. So, dieses Jahr haben wir auch versucht, ein paar Grafiken zu machen. Wir haben keine Transmissionslogs wie letztes Jahr gemacht, wo man manuelle Sachen finden konnte, weil das nicht sonderlich gut funktioniert hat und die Nummern einfach nicht zusammenkamen. Dieses Jahr wurde alles automatisch mit Caps und Countern in den zentralen Knoten gemacht. Das sind die Daten von den zentralen Knoten. Hauptsächlich, der Verkehr war ähnlich zuletzt eben vom letzten Jahr. Ich glaube, das war Tag 1, 19 Uhr, bis kurz vor diesem Vortrag. Und wir haben insgesamt 558 Kapseln, die gesendet oder empfangen wurden. Und die höchste Geschwindigkeit waren 14 Meter pro Sekunde, die ähnlich war seit letztem Jahr. Man kann auch ein paar Peaks sehen in diesem Graph. Die sind interessant sein. Diese Peaks waren, während keine Gespräche waren. Und dann konnten Leute mit der Seitenstraße reden. Aber man konnte die Schlafzeiten sehen. Außerhalb am Tag 1, am Tag hatten wir einen Stromausfall, weil irgendjemand den Zähler ausgeschaltet hat und hat ein Sauger eingebaut, einen Staubsauger eingebaut. Wir haben auch mit Autoroutern experimentiert. Wir haben ein paar Ideen ausprobiert auf dem Kongress. Und ja. Es war im Endeffekt, dass das Rohr weniger flexibel ist, als wir vermutet hatten. Also brauchen wir mehr Strom, mehr Motorpower. Und wir haben noch kein Routing-Protokoll. Also selbst wenn es einen funktionierenden Router gäbe, würden wir nicht sagen, wohin es routen soll. Wir arbeiten daran. Wenn irgendjemand gute Ideen dazu hat, einfach eine Mail schreiben zu unserer Mailingliste oder dort die regelmäßig bekommen. Es bringt nicht zu einem letzten. Wenn Sie uns kontaktieren wollen, dann können Sie über IRC auf Hackint zu Hashtag Seidenstraße Channel gehen. Da passiert nicht viel über das Jahr, aber normalerweise bin ich da, um zu antworten. Außerdem haben wir eine Mailinglist, die hat ein bisschen mehr Verkehr drauf. Das ist ein normales Mailman-Setup, also einfach eine leere Mail mit dem Subject Subscribe dahin schreiben und ja, also vermutlich wissen das schon. Wir planen, eine Seidenstraßen-Setup auf dem Camp nächstes Jahr zu machen. Es könnte wirklich benutzbar sein, nicht nur ein Spielzeug, aber wir brauchen mehr Hilfe, um das zu machen. Mit 8 oder 9 Leuten das zu machen, ist sehr viel Arbeit. Und wir wollen alle auch das Camp haben. Das heißt, je mehr Leute da helfen, desto schneller sind wir fertig. Auch eine kurze Notiz, wenn Sie Seidenstraße zu Hause haben wollen, dann können Sie leere, freie Röhre haben, nachdem wir alles runtergezogen haben, dann rufen Sie einfach 4451 anrufen und dann können wir Ihnen ein paar Röhre geben, aber Sie müssen irgendeinen Transportweg haben. Das können wir für Sie nicht machen. Es wäre nett, wenn Sie irgendeinen Weg haben, Sie zum Camp zu transportieren, weil wir sie dort wieder brauchen. Also das ist alles, was ich zu sagen habe. Alright. Thank you, Seidenstraße. Okay, vielen Dank, Seidenstraße. Ich habe noch eine kurze Frage. Keine Mathe-Bottle, die rumgeflogen sind dieses Jahr? Nein, keine fliegenden Mathe-Flaschen. Keine kaputten Rohre, kein Incident. Vielleicht einen, es gibt einen DDoS-Angriff, einen automatisierten Kapselangriff. Irgendjemand hat 2 Meter LED-Streifen an die Kapsel dran gemacht und ich habe 400 Kapseln innerhalb einer 2 Sekunden gezählt.
Okay, we have a question over there. Wir haben eine Frage da drüben. Yes, about routing. Have you thought about über Routing. MPLS haben Sie bei MPLS über Seitenstraße nachgedacht? So, I'm only a bit of a network guy. Ich bin nur wenig Netzwerker. Ich habe keine Ahnung, was MPLS ist. Aber wir haben ein IP-basierte Sachen über Seitenstraße besprochen, über NFC-Tags. Wenn man die Pakete drauf speichert. Alright. Yeah, there's another question. Ist noch eine Frage? So you had a packet Sie hatten einen Paketinspektionspunkt irgendwann neben dem Engel. Was war darüber? Packet Inspection Point. Ja, ein Paket Inspection like Point. Ja, da war eine Box auf dem Rohr. Und direkt in der Decke. Okay, das habe ich nicht gesehen. Aber ja, ich weiß es nicht. Ich darf darüber nichts sagen. Nicht mehr Seitenstraße ist sicher. Oder wir fragen die Leute, die das überwachen machen. Vielleicht waren sie einfach auf dem falschen Netzwerk. Das ist zu sagen, dass eine Kiste auf der GHCQ draufsteht. Vielen Dank. Von der Seitenstraße. And I think we only have the VOC left. All right, so only the VOC is left. Yeah, all right. Thank you. So, thank you. Hello, all right. I'm Danimo. I'm giving a short report from the video I'll operations give center. You a short please talk from the video center. Please, a round of applause for our waving cat. And of course, other than her, there are quite a few other there people are quite involved. A few people involved. So es sind jede Menge Leute dabei. Which, also wir haben nicht nur, wir haben C3 Streaming, es ist ein Zusammenschluss von C3 VOC, FEMEV und AGS und die sind alle sehr interessiert an Videostream. Und sehr von jedes Jahr. I guess it's actually new, and thank you for joining us. AGS ist neu und ist uns beigetreten. Vielen Dank fürs Beitreten. So we built this and we prepared wir haben das gebaut and we improve on every und wir haben wir verbessern uns auf jeder Konferenz, aber natürlich der Kongress ist natürlich die meist herausfordernde Konferenz. Wir haben verschiedene Teams, die Infrastruktur, Streaming und Encodierung, Webseite und Abspieler, also Clientseite, Post-Processing und Encodierung, die und Schnitt, die Operation selbst und Subtitles, Untertitel. Wir hatten auch ein Meeting kurz vor dem Kongress, wenige Wochen in Berlin, wo wir all das hier zusammengesetzt haben und so what's new this year? Und so, was ist dieses Jahr neu? Wir hatten das erste Mal Video on Demand. Wir wollten einfach, dass es besser wird und es wurde extrem positiv angenommen und wir freuen uns, das ist toll. Wir hatten kaum Beschwerden. Das erste Mal hatten wir volle Auflösung, volle hochauflösende Bilder in allen Räumen. Also in einem freien Codex H264 und VP8. Our release pipeline now supports release to YouTube. Wir unterstützen so jetzt YouTube. CCC, also jeder, der es nicht schafft, auf media.ccc zu gehen, kann jetzt auch auf YouTube das anschauen. Yeah, that's the amount of applause that's due. That's perfect. Ja, die Menge an Applaus passt zu so, dem Thema, ist genau angemessen. Wir haben jetzt auch Subtitles auf dem Webplayer, wie auch im Raum, auch sehr großes Feedback. Wir hatten GoPros für kleine Objekte, wir hatten da immer große Objekte, wenn es irgendwelche Hardware-Hacks gab und man hat die kaum gesehen, musste zoomen. Und dieses Jahr haben wir GoPros, das heißt, man kann diese Objekte viel besser einfangen und zeigen. Wir hatten außerdem Backup-Aufnahme mit SSD und ohne die hätten wir einiges an Aufnahmen verloren.
time, we gradually improved other things like weitere Verbesserungen wie das Content Distribution Network, das Inhaltsverteilungsnetzwerk. Das ist echt unglaublich, was Leute in diesem Umfeld schaffen. Und wir hatten auch DVB-T dieses Jahr. Broadcasting equipment in this hall. Wir hatten an official broadcasting license. Wir haben eine Lizenz und wir dürfen das auch streamen. Leider haben wir es nicht genug gezeigt. Theoretisch hätte man die Talks auch über DVB-T schauen können. So, how did this actually work? Wie hat dieses ganze Setup eigentlich funktioniert? It's actually surprising that you, es ist eigentlich recht überraschend. Könnt ihr überhaupt erkennen, was ich hier zeige? Reads. Okay, perfect. Okay, sehr gut. So, I wasn't sure if that would work out. So we actually start in the middle. In der Mitte, wir fangen in der Mitte an. Die Kameraquelle und die Slides über SDI in den Mixer. Und wenn sie live gemixt, die Split Screen, die geteilten Bildschirme haben wir in allen Räumen seit neuestem. And when we go through encoding, we actually have two ways. Im Encoding haben wir jetzt zwei Pfade, die das Video gehen kann. Entweder zu den Relays oder auch eine Production Line, wo es tatsächlich zum Schneiden kommt. Und wo die Videos mit Metadaten versehen werden, mit dem dann all die weiteren Formate im Nachhinein erstellt werden. Das Ganze wird dann über einen Coder-Cluster laufen gelassen in Berlin. Also alle unsere Daten wurden nach Berlin geschickt. Vielen Dank noch, dass das möglich war, dass ein Coder-Cluster steht in Berlin. Ohne das hätte das Setup nicht funktioniert und keiner hätte das sehen können. Vielen, vielen Dank. Nur mal die Produktionslinie, also dann weiter ging es zum CDN, was Mirrorbrain am Laufen hat. And you guys who watched it live, you could see it through die Leute, die es live gesehen haben, es über RTMP, RTS oder and through basically the relays we had und durch irgendwelche Relays. And we had one relay that would do the video on demand because Mass Relays und Video on Demand Relays and serve them for you delayed view mit HLS Snippets um das Ganze auch in Verzögerung zeigen zu können, während der Talk schon lief. So now for the subtitles, we had, wir hatten, für die Untertitel hatten wir 40 Helfer, 40 Engel. Teilweise so bis zu drei Tracks teilweise submitted. Sehr gute Feedback haben wir dafür bekommen von Tauben oder von Taubenbenutzern oder hörgeschädigten Nutzern. Außerdem haben sich auch alle anderen entsprechenden Leute, die nicht sehr gut Deutsch sprechen oder Englisch sprechen, haben sich über die Subtitles gefreut. Für die Fjord News Show gab es 120 Leute, die das angeschaut haben, und für Reconstruct Nexus gab es 100 Leute, die die Subtitles benutzt haben, was super ist. What else happened? Jetzt, was ist noch passiert? Wir müssen, ihr habt das mit der Händewaschung gesehen. Downtime dieses Jahr hatte nichts mit Hardware zu tun. Dieses Jahr lief es sehr gut, wenn ihr die Streams gesehen habt. Die meisten Streams waren sehr gut verfügbar. Also ist auch das Feedback, das wir bekommen haben. Die Downtimes, die Ausfälle waren viel mehr nicht technischer Natur. Wir waren viel mehr das Virus Operating Center. 25 Core People and one afternoon, I think I was on day two. Teilweise hatten wir bis zu 9 Leute, kranke Leute, innerhalb von 4 Stunden. Cert hat uns da sehr geholfen, den meisten geht es wieder gut. Vielen, vielen Dank, Cert.
And as I mentioned, technically, DVB-T, technisch gesehen, because we were still testing it, was a bit flaky. DVB-T war eher a lot more useful on the camp, I guess. Ausfall, and mit Ausfällen behaftet. Wir hatten teilweise ein Frontend-Outage auf der Webseite. Man konnte die Streams noch sehen, aber die Webseite selbst war kurz nicht verfügbar aufgrund einer fehlenden Abhängigkeit. DVD haben wir getestet nächstes Jahr. Mal schauen, wie das wird beim Camp. Ein paar Statistiken. Mit dem NOC können wir natürlich nicht mithalten. Wir werden es gar nicht erst versuchen, aber wir haben Statistiken. Wir haben 80 Terabyte an Streams geliefert. Du nutzt also mehr Bandbreite? Video on Demand waren nur 9 Terabytes. CDN 99 K Views. 91,5 Kilo Views, die wir mit 10 bis 15 Arbeiter im Video gemacht haben. Und wir haben 4,5 Terabyte Rohvideos gesammelt und es gab 148,6 Stunden auf Recordings, in unterschiedlichen Formats haben. Das sind ungefähr 900 Stunden Videos, das bei dem Cluster, vom Cluster verarbeitet werden muss. Aufgrund der verschiedenen Encoding-Schemes. Okay, I don't need to explain that. Ich muss das hier nicht wirklich erklären. So yeah, but we actually had we had a peak at almost 9K viewers bei 9000 Viewers gehabt und das 10 Gigabits. Wir haben 10 Gigabits of video and audio Video und Audio Traffic rausgepumpt. Und another interesting thing, noch eine interessante Sache, we also streamed the Sendezentrum. Wir haben auch das Sendezentrum gestreamt und no video on demand, kein Video on Demand dieses Jahr. That was only established for the, for the main rooms, das war nur für die Haupträume und es wäre vielleicht eine gute Idee, das auch für das Sendezentrum zu haben. Was interessanter wäre, die Late Night Show, konnten wir sehen, dass sie 3000 Zuschauer hatten, was enorm ist. So I thought that was worthwhile mentioning. Strange thing, great cat content lovers, wir and lieben Katzen, because of that we have Winker Cats. Darum haben wir Waving Cats. Suddenly we were innocently idling and working away, so whatever we were doing, suddenly this happened. Das hier passierte. There was a larger than life Winker Cats showing up. Katze, die im Wok aufgetaucht ist, und vielen Dank für denjenigen, der sie mitgebracht hat oder sie gespendet hat. Okay. So, this is basically das hier ist hauptsächlich zum Ende alle viel Applaus für alle, die mitgeholfen haben. Es wäre ohne euch nicht möglich, ohne Leute, die Kameras waren, die Medium-Mixer waren und die rumgerannt sind, dass alles organisiert wurde, dass sie und die Leute aus dem Internet außerhalb des Konferenzzentrums können wirklich an dieser Konferenz teilnehmen. Vielen Dank, Video Engel. Okay, and if there are any questions? Wenn noch irgendwelche Fragen sind? All right, last question time again. Wieder Fragezeit. Yeah, you had microphone too, go ahead. All right, I'm wondering for DVB-T, do you know what the range was? Wissen Sie, wie weit das zu empfangen war, wie viel Kraft Sie gesendet haben? To the expert. So we plan for three we plan to send us we actually had a network of three Tatsächlich ein Netz von drei Sendern und zwischen Halle 1 und Halle 3. Letztendlich haben wir dann nur einen in Halle 3 draufgesetzt mit 500 Milliwatt, weil die Bundesnetzagentur es einfach ist, bei der Bundesnetzagentur einfach nur innerhalb eines Gebäudes Verteilung zu beantragen. Wir hatten die letzten Tage ein paar Probleme und
Wir hatten nicht genug Leute, um auch noch DVB-T anzubieten. Wir wollten das einfach nur mal testen. Okay, eine Frage aus dem Internet? Ja. Das Internet möchte euch viel sehr bedanken, dass ihr diesen Service und einen Daumen hoch. Da war eine Frage, ob sie wissen, ob die Latency des Streams bekannt ist. Oder? Also es hängt ganz davon ab, was wir benutzt. HMP ist 15 Sekunden schneller. Also es hängt ganz vom Kleid ab, kann man nicht so genau sagen. Mikrofon 2 bitte, auch über DVB-T. Ich habe mich gewundert, ob welche Auflösung Sie es gesendet haben oder ob das halt auch HD-Inhalte auf dem Camp sein werden. So, your question is about HD on DVB-T. Die Frage ist natürlich, ob wir HD auf DVB-T unterstützen. Wir werden es vielleicht machen, wir haben es hier nicht gemacht. Maybe using DVB-T. Wir würden dann müssen dann DVB-T 2 benutzen. Mal schauen, wie das funktioniert. In Theorie sollte es möglich sein, auch in DVB 1, aber wir hätten halt weniger Kanäle. Okay, ich glaube, das war's. Also, einen großen Applaus für alle Leute, die hier bei diesem Kongress möglich gemacht haben.